So, hallo. Also, mein Name ist Wolfgang Jakubert. Ich bin Mitglied bei den Ingenieuren 22. Ich bin Bauingenieur. Wer nicht zur Führung gehört, kann weiter quatschen, aber bitte woanders. Und fühle mich ein wenig in der Lage, hier eine alternative Baustellenbegehung durchzuführen. Zum Anfang möchte ich gleich darauf hinweisen, hier ist jemand mit der Kamera. Der hat mich darauf hingewiesen, wer gefilmt werden möchte. Nee, wer nicht gefilmt werden möchte, der möge es sagen und sich natürlich auch außerhalb des Kamerabereiches dann aufhalten. Ja, das gehört dazu. Kommen wir im Fernsehen? Nein, ich mache, aber ich stelle es auf YouTube. Ich habe da einen Channel, der heißt Michael Kultur. Alles klar, okay. So, dann möchte ich zwei Termine bekannt geben. Ich empfehle Zerberster auf YouTube. Der erste Termin ist am 9.11. am 11.09. Der sagt Ihnen sicherlich was. Da findet hier ein Terroranschlag hier auf dem Bahnhof statt. Und zwar wird dort geprobt um 20 Uhr, wie mehr oder weniger man auf so einen Terrorangriff hier reagiert. Ja. So, und ich lese mal dazu vor, was heute dazu in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten dazu genannt wurde. Dieser Termin ist eine verflixte Angelegenheit. Dass der 11. September untrennbar mit Terror verbunden ist, veranlasst die Polizei in Stuttgart zu einer besonderen Art von Feuerwerk. Auf so eine Schnapsidee muss man erstmal kommen, meint Lokalchef Holger Geier. Das ist der Journalist, der diesen Artikel geschrieben hat. Stuttgart, der Termin als solcher, ist eine verflixte Angelegenheit. Einen zu finden, an dem alle Eingeladenen können, gleich der Fahndung nach dem letzten verbliebenen Platz im Wilhelmer Parkhaus an einem sonnigen Wochenende. Doch es gibt auch glückliche Zufälle. Wie sonst wäre zu erklären, dass es der Bundespolizeidirektion Stuttgart gelungen ist, den einzig richtigen Tag für eine groß angelegte Terrorübung im Hauptbahnhof zu finden. Der 11. September. Was am 11. September stattgefunden hat, ist ja bekannt. Ja, ist immer, ja. Der Turm ein. Diese Übung, die soll übrigens dort im, man höre, ja, im Kopfbahnhof stattfinden, auf den Gleisen 1 bis 6. Also damit ist noch nicht gesagt, dass das unten, so wie sie es vorhaben, überhaupt auch mal funktionieren wird. Und von unserer Seite, wir ich sag mal so, wir unterstützen natürlich, dass so eine Übung eventuell jetzt hier gemacht wird, natürlich nicht mit dem Datum. Aber zumindest hätten wir dann ein Referenzprojekt, denn bevor diese Baumaßnahme übergeben wird, müsste ja sowas dann auch da unten drin stattfinden. So, und dann sind eigentlich die ganzen Argumente, die wir über Jahre hinweg hier angebracht haben, kommen die dann plötzlich wieder zum Vorschein, dass eine Evakuierung von dort oben wesentlich leichter vonstatten geht als von dort unten. Ja, klar. Ist ja klar. Um 20 Uhr und Bahnsteig 1 bis 6. Das geht aber die halbe Nacht dort. Das ist vom Morgen. Ja. Aber so lange muss man ja nicht bleiben. Nein, wird simuliert. Ja, du musst dich gleich evakuieren lassen. Ich glaube, das wahrscheinlich, Frau Paun, es sind mindestens 800 Mann sind dort im Einsatz. In München ist da auch so was Ähnliches gelaufen, Also in der Regel hatten sie bislang immer so um die 300 Statisten, die sich dort irgendwelche lahmgelegt sind. Ja. Also die sollen das lieber von 3 bis 4 machen, das sind am wenigsten Leute unterwegs. Ja, genau. Funktioniert auch alles reibungslos. So ist es, ja. Das wäre dann praktisch nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag, 20 Uhr. Ja.
so eine Rauchbombe für den authentischen New York-Effekt. Mal ehrlich, passender geht es wirklich nicht. Die Leute sind schon dran gewöhnt, dass an dem Tag die Fetzen fliegen. Sie werden nicht überrascht sein, wenn sie bei der Einfahrt ihres Zuges vermummte, mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizei erblicken, die vermummte mit Sprengstoffgürteln ummantelte Terroristen jagen. Eine kleine Explosion an Gleis 1 wird den Reisegästen ebenso Tränen der Rührung in die Augen treiben wie die Rauchbombe, die von Spezialisten gezündet wird, um der Szenerie den authentischen New York-Effekt zu geben. Unklar ist nur noch, wie sie die Sache mit dem Flugzeug regeln, das in den Bahnhofsturm fliegen soll. Vorbereitet ist aber bereits die Ansprache, die Innenminister Strobel, also Schwiegersohn von dem anderen da, halten wird, wenn die Lage bereinigt ist. Ich danke den Einsatzkräften für ihr umsichtiges und hervorragend koordiniertes Handeln, dass wir gerade an diesem Bahnhof den bestgeplanten Einsatz aller Zeiten erleben durften. Oh. Ja, aber da ist schon der Fehler drin, ne? Bei oben. Ne? Ja. Erfolgt mich mit besonderem Stolz. Ja? Mit derart geschliffener Rede dürfte Strobel fast heranreichen an das große Vorbild Günter Oettinger. Ich bin Schirmherr und ich bleibe Schirmherr, verkündete der damalige Ministerpräsident anno 2007, jetzt haben wir 2018, ne? Als der Landespresseball in Stuttgart per organisatorischen Volltreffer auf den 9. November gefallen war. Im Gedenken an die Reichspogromnacht, die 90 Jahre zuvor stattgefunden hatte, ließ Oettinger die Musikanten aus dem Mahl entfernen, weswegen der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres 2007 als einiger seiner Art ohne Tanz in die Geschichte einging. So verschaffte man sich die Aufmerksamkeit und einen Ehrenplatz in der Hall of Brain. Hall of Brain. Günter Oettinger und der Harmonika-Verband. Wobei die Sache mit dem richtigen Ton noch nicht ganz ausgestanden ist. Erst dieser Tage hat der EU-Kommissar in einem Interview mit der FAZ erklärt, dass er 2019 aus dem Amt scheiden werde. Jetzt sei er noch gesund und könne etwas Neues anfangen. Strebe er dagegen eine weitere 5 Jahre Amtszeit an, könne er danach höchstens noch Präsident des Harmonika-Verbandes Nordwürttemberg werden. Das werde nicht möglich sein, konterte umgehend der Präsident des Deutschen Harmonika-Verbandes Joachim Hausmann. Zwar freue er sich, dass sie sich noch gesund und fit fühlen, schrieb der FDP-Landesabgeordnete aus Trossingen, dem einzigen Koalitionspartner, aber leider gibt es diese Aufgabe im DHV nicht. Der Landesverband Baden-Württemberg umfasst bereits seit Jahrzehnten das Gesamtland Baden-Württemberg. Das will ich dann weglassen. So, das wäre der erste Termin, den ich nennen wollte. Der zweite Termin, der findet jetzt am Sonntag statt, im Travertinpark. Dort findet ein Bergkonzert statt von 19 bis 22 Uhr. Warum nenne ich den Travertinpark? Der hat mit dem Mineralwasser, was auch hier in also hier am Bahnhof mit eine wesentliche Rolle spielt, dort im Travertinpark auch eine bedeutende Rolle. Und zwar soll dort ein Recycling-Sammelhof dort in den ehemaligen Lauster-Areal, also diesen Steinbruch, wo Travertin abgebaut wird, soll dort eingerichtet werden. Ja, jetzt hat eine Plananhörung im April hatte bereits stattgefunden. Da geht es darum, die Mengen zu erhöhen. Und die erste Genehmigung, die sie bekommen hatten, da hat überhaupt keine Plananhörung dazu stattgefunden. Die haben sie eigentlich hintenrum durch das Umweltamt hier der Stadt Stuttgart bekommen. Dieser Mensch dort von dieser Recyclingfirma stellt sich so dar, als wäre er der größte Umweltschützer. Was wollen Sie denn? Wir sammeln ja das
den Müll und schaffen den dann irgendwo hinweg. Ja, genau das ist der Haken an der ganzen Geschichte, dass dort eher über einen großen, langen Zeitraum auch Materialien, die den Untergrund gefährden, dort gelagert werden und demzufolge das Gelände mit kontaminieren. Ich will jetzt nicht zur Geschichte des Travertinabbaus sagen, jedenfalls hat das auch Kulturgeschichte, hat auch eine Bedeutung für ganz Deutschland. Ihr werdet euch daran erinnern, vor dem Müllkraftwerk dort, ja? Da stehen doch diese Säulen, ja, die genau. Stehen ja dort und die sind ja mal für Berlin, sind die mal als Geschenk für den italienischen Mussolini ja mal vorgesehen gewesen. Ja, gut, also da gibt es dann auch unendliche Geschichten, die man dort noch erzählen kann. Jedenfalls hängen wir dort auch in bestimmter Weise dort mit drin, um dort unsere Stimme zu erheben. So, jetzt kommen wir. Der Travertinpark ist am Müllheizkraftwerk Mühlhausen. Münster. Ja. Münster. Haltschlag. Also da, wo auch die Säulen. Haltestelle, Viadukt. Haltestelle, Viadukt. Ja. Und wo ist das Konzert? 19 bis 22 Uhr. Bei den Säulen? Nein, oben. Ach, oben in diesem Park, da muss man dann. Muss man ein bisschen, oder man fährt mit dem Bus oben, dort kommt man auch an. Dessauer Straße heißt die, glaube ich, beim Aldi Lidl da hinten. Ja. Genau. Also, und wenn schönes Wetter ist. Römerkastell dann. Aber ist ja angesagt. So, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Anlass. Also wir haben es in letzter Zeit immer so gemacht und jetzt muss ich eigentlich dankbar dafür sein, dass wir jetzt so viele sind. Wir sind eigentlich immer dann ganz oben auf den Turm gegangen und haben uns erstmal einen kurzen Überblick gemacht über die Baustelle. So, jetzt ist die Frage, weil wir ziemlich viele sind, ob wir das machen oder ob es die meisten schon kennen. Oder ein Teil wartet hier unten, bis wir da oben fertig sind. Das können wir leisten, das kann ja jeder individuell mal machen. Okay. Ja. Aber das ist so ohne Erklärung. Wir waren noch nicht oben, haben sie uns erklärt. Ja, ich kann die schon kennen. Ja, die schon kennen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir das folgendermaßen. Dann beginnen wir hier den Rundgang. Das wird ungefähr 2 Stunden dauern, so 6:45, 7 sind wir dann drüben am Nordausgang und dann sind wir dann raus und fertig. Ja? So, ich muss noch dazu sagen, der Hans Heidemann ist hier mit bei, es sind noch weitere Ingenieure von den Ingenieuren 22 mit dabei, falls es noch irgendwelche Fragen so individuell gibt oder so, dann kann man sie fragen. Der Peter Dübers ist hier mit, ist auch bekannt, wer das ist. Ja, von den Architekten. Rudolf, willst du auch genannt werden? Nicht. Ja, wir haben auch Frauen, haben wir auch hier. Die Heidi ist hier irgendwo. Da ist die Heidi. Ich mache die Security und hoffe die Leute, dass sie nicht links und rechts über den Radweg. Ja. Über den Radweg. Und dann haben wir noch 3 Leute hier hinten drin und auch noch einen Fotografen haben wir zusätzlich auch noch. Es sind viel mehr Frauen. Ach so, so, vorhin bin ich noch gebeten worden, nochmal die Stellung zu nehmen zu einer Geschichte, die hier herangetragen wurde, zum Beispiel Bezug nimmt auf den Zürcher Bahnhof. Oh ja. In dem dort gefragt wurde, was wollt ihr denn, was habt ihr denn hier dagegen, dass hier unten so ein Tiefbahnhof gemacht wurde. In Zürich hat man das ja auch gemacht und die Leute sind dort alle zufrieden. Der Unterschied zu Zürich ist ja folgender. Da gibt es eine Lösung, dass oben nach wie vor der Kopfbahnhof beibehalten wurde und praktisch unten so eine Durchmesserlinie, also eine Fernverkehrsstrecke gemacht wurde. Und das ist der wesentliche Unterschied hier zu Stuttgart. In Stuttgart hat man sich festgelegt, nur auf diese Schnellfahrstrecke hier unten quer zum Tal durch. Und wenn dort was passiert, dann ist im Kontinent der Knoten im Kontinent lahmgelegt. Ja, apropos Dauerübung, ja? Ja. Aber das kann man dann. Ja. Der Unterschied
der geht ja parallel, der geht ja nicht so quer wie bei uns. Nee, ja, das ist das hier ist ja massiv eingegriffen worden, noch mit in die Natur. Ja. Ja, das sind alles so extra Geschichten, die praktisch den Unterschied auch mit Südzürich letztendlich mit darstellen. Das kann man nicht vergleichen. Ich will aber jetzt nicht weiter auf den Züricher Bahnhof eingehen. Ja. Aber sie kappen die Strecke Zürich-Stuttgart. Ja, mit dem natürlich. Es geht doch immer. Achso, aber die Schweizer fahren demnächst den Stuttgarter Bahnhof nicht mehr an. Wurde doch am Montag gesagt. Okay. Ja, das ist insofern, da sagst du was dazu. Es hat eine Anfrage gegeben bei der Schlauder. Es hat eine Anfrage gegeben bei der Schweizer Bundesbahn wegen dem nicht wieder leichter werden. Wegen der Zugverbindung Zürich Schaffhausen Singen Stuttgart. Die SSB, die SBB, die Schweizer Bundesbahn fährt ja im Takt in 2 Stunden. 2-Stunden-Takt. Diese Linie nach wie vor. Und die werden, das haben sie schriftlich mitgeteilt, auf Anfrage, und ab 2020 diese Verbindung einstellen. Und als Begründung wurde angeführt, wegen der Infrastrukturprobleme hier. Das heißt in erster Linie die Gleisneigung und in zweiter Linie, dass die hier nicht mehr Kopf machen können, sondern erstmal ausfahren müssen und wieder zurück und dann die Rückreisenden einsammeln. Das ist ja nicht nur Zeitverlust, dass sie erstmal 7 Kilometer weiterfahren müssen, Kopf machen, zurückfahren, während sie hier bloß, hier geht ja nur der Lokführer am Zug vorbei und steigt am anderen Ende wieder ein und kann dann wieder losfahren. Das sind 3 bis 4 Minuten. Nein, das sind ja auch zusätzliche Stations- und Trassengebühren, ja, die dann für die SBB fällig werden. Ja. Und das wollen die nicht mitmachen. Ich habe verkündet, vor der Volksabstimmung hat es geheißen, von Seiten der Befürworter, wenn Stuttgart 21 nicht kommt, dann wird Stuttgart vom internationalen Bahnverkehr abgehängt. Und jetzt ist es so, dass sich der Rest der Welt von Stuttgart abhängt. Wir warten noch auf Auskünfte, wie das die französischen Staatsbahnen, die SNCF mit dem TGV machen. Der fährt ja seit, ich weiß nicht, 10 Jahren hier über Stuttgart weiter nach München. Ob der dann das auch mitmacht, und wie sich die österreichische Bundesbahn, die ja auch nach wie vor noch regelmäßig hier in den Stuttgarter Kopfbahnhof einfährt, wie die das in Zukunft machen werden. Diese Antworten stehen noch aus. Das kann ich dir sagen, die fahren dann lieber nach Belgrad und nach Bukarest als hierher. So, was vorhin noch mal die Bemerkung auf sich hatte, von Zürich hier den Hauptbahnhof anfahren, dass das gekappt wird, das ist die Drehbahn. Über diese Strecke ist es natürlich nicht möglich. Das wird jetzt zugemacht, also indem dort die Brücke abgerissen wird. Und damit hat sich der Fall dann erledigt, dass es hier keine Verbindung mehr zum Tiefbahnhof geben wird. Und demzufolge auch eine Ausweichstrecke, wie es bislang immer benutzt wurde für die S-Bahn oder sonstiges, dort im Grunde wegfallen wird. Ja? Und es wird Verspätung und auch Maß geben. Zum Beispiel im medizinischen Fall geben wird, kommt ja immer wieder vor. Richtig. Nein, die wird nicht abgebaut, die bleibt so im Bestand erhalten, aber die Brücke wird dort abgebaut. Aber wohin fährt die dann? Na gar nicht, weil Feuerbach ist. Feuerbach? Ja, Feuerbach. Der muss ja irgendwo hinfahren. Ja, Feuerbach. Nicht hier rein. Nein. Geht da nicht? Nein, das geht nicht. Aufgrund der Höhenunterschiede. Da unten geht es nicht. So, gibt es jetzt noch hier zu dieser ganzen Geschichte noch Fragen? Ich hätte hier vielleicht noch zum Umbau des Gebäudes noch was zu sagen. Ja. Wie wir erfahren haben von dem Herrn Leber,
erst vor kurzem, sollte zum Jahresende hier dieses Gebäude geräumt werden, alles entkernt von den Verkaufsständen, damit man Baufreiheit dann hat, um dann die Umbauten hier drin im Bahnhofsgebäude vornehmen zu können. Dort werden ja die Decke hier oben, die wird durchbrochen, da werden ja zwei große Lichthöfen dann gemacht. Weil von dort oben gibt es ja keinen Durchgang mehr zum Bahnhof, sondern der befindet sich ja hier unten auf der Ebene. Das wird zukünftig der Eingang sein zum Tiefbahnhof. Und dann kommt man auf so einen Verteilersteg drauf, wo es dann nochmal runter geht auf die einzelnen Bahnsteige. Und das ist zum Beispiel hier an dem Turm, genau hier an dieser Stelle. Demzufolge fällt auch dieser Eingang hier, der fällt weg, der hat dann seine Bedeutung verloren, die Treppe wird verschwinden. Man will dann aber wahrscheinlich hier unten einen Aufzug dann einfach fortsetzen. Und wie ist das mit diesem Hotelprojekt? Also das ist drüben auf der anderen Seite, das machen wir dann zum Schluss. Mit dem Hotel. Ja. Dann sehen wir das besser. Bleibt es bei dem Zeitplan, das Ende des Jahres hier dicht gemacht? So, ja, das ist auch interessant. Dieser Zeitplan, der hat sich wahrscheinlich auch schon wieder erübrigt. Wir haben, neulich haben wir mal hier drinnen gesessen, haben eine kurze Beratung gemacht und da wurde uns dort von den Angestellten gesagt, sie hätten einen Termin bekommen bis März. Bis Juni jetzt mittlerweile schon. 2019. Also soll das dann alles geräumt sein. Also man sieht, es verändert sich laufend. Das ist auch der Grund, wir wollten schon ewig mal hier einen Bauablaufplan, wollten wir hier mal bekommen von der Baustelle. Es ist praktisch nicht möglich. Und dann wird man sehen, wie schnell sich im Grunde genommen Pläne, Termine, Kosten und sonst was alles hier auf dieser Baustelle sich ändern. Und wie kommen wir dann zu den Bahnsteigen? Also das ist folgendermaßen, dann oben lang am LBBW-Gebäude, die Verkaufsstelle hier für die Fahrkarten und so weiter und so fort und was er noch da unterbringt, das wird sich dann alles im LBBW-Gebäude unten dann drin befinden. Also außenrum? Ja. Die Stege fallen dann nicht mit der Ebene. Dann sind sie schon deswegen nicht brauchen, weil die sind jetzt weiter drauf. So, jetzt mal noch was damit man sich das vorstellen kann. Also hier soll diese riesige Glasschale, hier so schräg rein, soll diese riesige Glasschale kommen. Hier dieses Dach zeichnet ungefähr die Linie, wo sich das Dach dieses Bahnhofs befindet. Also wenn wir jetzt hier lang gucken, ist dort, das ist ein regelrechter Wall, vor dem wir dann hier stehen werden. Glaswand oder nein. Beton? Nee, man sagt, sie machen da Rasen drauf. Ach so. Hier haben wir auch ein Bild, hier ist wieder kein Rasen drauf. Also das ändert sich x-mal. So, und das ist ihre tolle Errungenschaft hier, die, wo sie immer sagen, diese Lichtaugen. Die hier oben drauf dann sitzen werden, wo man angeblich Energieeinsparung im großen Maßstab dort macht, indem praktisch das Tageslicht dort einfallen soll. Ja. Es soll gleichzeitig dazu dienen, zur Entrauchung des Bahnhofes, falls irgendwann was brennt. Ja? Wunderschön, danke. So, das werden wir uns aber nachher noch mal dort vorne genauer ansehen, wie das dann im größeren Maßstab. So, zwei Stück haben Sie jetzt hier vorne, dort wo die bunten Planen dann drauf liegen, das sehen wir dann nachher, schon gebaut. Und die nächsten zwei werden jetzt hier drüben gebaut. Ja. Zwei Stück will man innerhalb von 6 Monaten fertig kriegen. 2025. Insgesamt? So 28 brauchen Sie. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Jahre es dauert. Aber das ist nur das. So, und dann wird dann immer gesagt, ach, oh, die herrlichen Stützen und dies und jene. Ja, das mag ja alles sein. Aber am richtigen Ort, wenn man eine Kathedrale bauen will, ja,
Von mir aus war da eine große Musikhalle, ja, wo es auf die Resonanz und den Musikklang ankommt. Bitteschön. Aber für den richtigen Eisenbahnklang werden wir hier unten nicht hinbekommen. Ja? Dann könnten wir einen Palast bauen, da könnten wir es hinbauen. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, unnötig Geld. Ja, also wir kritisieren jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt die. Die kritisieren wir hier an diesem Standort schon, weil die hier nicht hingehören. Weil die unnötig das Projekt verteuern. Man spricht davon, dass eine so eine Stütze alleine 2 Millionen Euro kostet. Ja? Also wie viele Einfamilienhäuser verschwinden dann in so einer Stadt? Das muss man sich mal überlegen. Ja? 6, 6, 6, 6. Okay, so, gibt's jetzt noch Fragen? 6 Meter. Ja, von unten. Haben wir da nicht von Kohl, wie wir jetzt stehen? Nein. Da haben wir immer gesagt, von 8 Meter. Was? 8 Meter hoch. Von hier aus 8 Meter. Ja, gut, ist alles richtig. Nein, es ist alles richtig. Wir haben ja hier einen Schrägbahnhof. Warum der Schrägbahnhof da ist, das wissen wir ja. Ne? Weil vorne wir über die S-Bahn drüber wegmarschieren müssen. Und hier vorne unter der Stadtbahn drunter, das sind die Zwangspunkte. So, demzufolge ist natürlich auch das, Gefälle. Das Dach auch schräg. Aber jetzt macht man folgenden Trick. Hier am Gebäude selbst, damit man hier oben aus dieser Etage mal rausgehen kann, muss es natürlich dann gerade sein. Ja, also man modelliert regelrecht dort oben. Aber drinnen von unten an der Decke, weil das eine bestimmte Raumhöhe auf jeden Fall braucht, ist es auch schräg. So wie die Gleise. So ungefähr wie die Gleise. So hat man ja früher auch gebaut, dass immer zwischen Fußboden und Decke das immer parallel verlaufen ist. Na gut. Können Sie den Höhenunterschied nochmal deutlich machen? 6 Meter. 6 Meter. Von 440 Meter. Das sind zwei Geschosse. Das kann man nachher schön mit großen Augen sehen. Jetzt schon. So, 3 Stunden haben wir gesagt, dauert. So viel los. Gibt es jetzt noch Fragen für diesen Standort? Mal noch einen Hinweis zu diesen silbernen Dingern, die dort stehen. Hans, das dient zur Entrauchung, diese Schornsteine dort, ja? Die drei. Und diese Dinger sollen praktisch die Entrauchung, also diese Lichtaugen, was ich hier vorhin gezeigt habe, diese Lichtaugen sollen praktisch solche Dinger dort ersetzen. Sieht ja nicht absolut schön aus, wenn jetzt hier im Wald immer von 28 Säulen dort stehen würde. Aber wir haben, also hier der Hans hat ein Gutachten dazu geschrieben, wo darauf hingewiesen wurde, dass so hoch eigentlich die Schornsteine sein müssten, schon alleine um die Leute, die da sich da unten aufhalten, dass die nicht kontaminiert werden oder in den Rauch reingeraten. Ja? Nicht auch mit einem Fenster, dass da raus. Ja, hier vorne werden dann Lamellen eingebaut, die werden dann im Brandfall sollen die geöffnet werden. Automatisch geöffnet werden. Und da soll angeblich, auch dazu haben wir eine Eingabe geschrieben, da gibt es möglicherweise steht dieser Terrorversuch hier, was wir da jetzt machen, möglicherweise im Zusammenhang mit unseren Eingaben, indem wir nämlich auf alle solche Geschichten darauf hingewiesen haben, um sich jetzt Munition zu holen zur Argumentation, wie sie uns begegnen können. Ja? Aber das ist doch ein Quatsch.
also das sind zwei Äpfel Birnen. Los. Hier und da unten. Soll das? Tja, da oben ist der Kreis. Tja, daran sieht man, daran sieht man, dass überhaupt Politik nicht nachdenken. Und das versteht ihr einfach nicht. So, also jetzt. Ja, da soll der mal vor BER fertig werden oder nach. Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine Quizfrage. Aber abgerissen wird nicht. Aber der Komiker hier, der Bart hier, ne? Ja? Der hat ja schon gesagt, die Berliner müssen langsam Angst bekommen. Weil die Stuttgarter ihnen wahrscheinlich mit ihrem Bahnhof den Rang ablaufen. Jawohl. Ja, ja. Genau. Ja, ja. So kommt's. So, jetzt aber noch ein bisschen Scheiß. Ja, wir bleiben mal hier stehen. Hier, der Hans. Ja. Man muss nur sagen, dass es Kunst ist, dann ist alles erlaubt. Ja. Dann ist alles plötzlich ganz toll. Dieter Hans sagt jetzt mal was. Oh, da muss man ganz nah rangehen. Hans. Wie was? Ja, wir stehen hier. Nee. Er spricht so leise. Kann jemand ein Sprachrohr für ihn sein? Ich spreche so leise, ja. Normalerweise. Für mich jetzt nicht mehr. Ich spreche so laut. Also, ich hoffe, ich kann mich verständlich machen. Wir stehen hier in etwa in dem Bereich, wo Sie den einen der Düker, der Abwasserdüker, verlegt haben. Düker heißt, der Abwasserkanal muss ja unter dem Bahnhofstrog hindurchgeführt werden. Als Düker, das ist vergleichbar mit dem Siphon am Waschbecken. Wenn der Einlauf höher liegt als der Austritt, dann läuft das Wasser schon rüber. Und, ursprünglich war der Hauptsammler Cannstatter Straße, Bolzgrat durch die Königstraße vor dem Bahnhof lang bis hinter dem Busbahnhof und dann schwenkt er ab, läuft quer durch den Park zum Neckartor und geht dort in den Nesenbachkanal rein. Weil dieser gerade durchlaufende Kanal aber dem Tiefbahnhof-Trog im Weg liegt, muss der verlegt werden. Das haben wir jetzt nicht an der Stelle gemacht, sondern nebenher hier. Man sieht hier dieses graue Bauwerk. Das ist der Schacht. So hoch wird das Dach sein an dieser Stelle von dem Bahnhof. Und darunter ist das sogenannte Oberhauptbauwerk. Das heißt, der Kanal ist hier neu umgelenkt worden bis dahin. Und dort stürzt das Wasser Größenordnung 10 Meter in die Tiefe unter der Sohle von dem Tiefbahnhof durch. Und auf der anderen Seite, das werden wir dann nachher auf dem Durchgang sehen, ist das sogenannte Unterhauptbauwerk, wo das Wasser dann wieder aufsteigt. Es gibt insgesamt 4 Hauptabwasserkanäle, die von dem Tiefbahnhof Trog zerschnitten werden. Das ist neben dem Cannstatter, wie der heißt, weil er an der Cannstatter Straße hier lief. Da vorne der Nesenbachkanal, an dem werden wir gleich vorbeikommen als nächstes. Das ist der größte. Und dann haben wir auf der anderen Seite vom Bahnhof noch den Hauptsammler West, das ist der zweitwichtigste. Der lief bislang auch quer durch, musste auch gedükert werden. Der und auch dieser sind inzwischen in Betrieb. Der Nesenbachkanal, da sind sie noch am Bauen und das wird nach meiner Einschätzung frühestens Ende nächsten Jahres fertig sein. Der Kanal selber hat dann die Größe eines mittleren Wohnzimmers, 7 Meter breit, 3,50 Meter hoch, das ist der Hochwasserkanal. Der Düker selber ist ja in 3 Kanäle aufgesplittet. Diesen Hochwasserkanal, der eigentlich nur dann geflutet wird, wenn so viel Wasser kommt, dass die anderen das nicht schaffen. Normalerweise haben wir den sogenannten Trockenwetterkanal,
der hat beim Nesenbach 1,60 Meter Durchmesser und da läuft das Wasser durch, was eigentlich Tag und Nacht so als Abwasser weggeht. Und wenn dann Regen dazu kommt und das nicht mehr langt, dann staut sich das Wasser im Oberhaupt ein Stück auf und läuft über eine Überlaufschwelle in den sogenannten Mittelwasserkanal. Der hat dann schon mal 2,40 Meter Durchmesser, da kann man bequem drin rumspazieren. Und wenn ganz viel Regen kommt, dann gibt es eine weitere Schwelle und dann wird der andere Kanal geflutet. Der Witz ist aber der, dass wenn der Regen dann aufhört, dann läuft ja kein Wasser mehr rüber und der steht randvoll. Und wenn man das Wasser stehen lässt, dann hat die Stadt Stuttgart sofort ein hygienisches Problem. Warum? Dieses fäkalienhaltige Wasser, da setzen sich sofort Krankheitskeime fest, die nicht weggespült werden. Die müssen also nach jedem Regen entleert werden, abgepumpt. Deswegen gibt es auch das Pumpbauwerk, nicht um das Wasser insgesamt rüber zu pumpen, sondern um den nach einem Regen leer zu pumpen. Und dann muss das sauber gemacht werden. Und auf Fragen, was denn das eigentlich kosten soll, da hält sich das Tiefbauamt der Stadt Stuttgart zurück und sagt, das kann man nicht genau beziffern, das ist dann in den Gesamtbetriebskosten enthalten. Aber wir haben es überschlagen, wir kommen auf mehr als eine 500.000 Euro jährlich, was die Wartung und die Instandhaltung und Rücklagen und so weiter ausmachen. Soweit erstmal zu den Dükern. Dann gehen wir mal weiter. An der nächsten Station werden wir noch was zum Überflutungsrisiko sagen. Ist das hier auch schon Gipskäupergestein? Hier drunter ja natürlich. Also gerade hier aktuell. Ja, auch. Ist ja überall. Und wenn hier das Windhoch wäre, kann der hier unten schon gar nicht stehen. Hier sehen, das ist die Außenwand vom Bahnhof. Das wird wahrscheinlich auch die endgültige Höhe sein. Dort, wo die Decke dann drauf kommt vom Bahnhof. Und wie ihr seht, geht es ja schräg nach unten. So, dieses Bauwerk hier vorne, das ist im Grunde genommen ein Einstiegsbauwerk für den Düker, wovon der Hans gerade gesprochen hat. Das ist der Einstieg für den Düker des Oberhauptes. Und wenn wir nachher rumlaufen, werden wir drüben das andere Bauwerk sein, was das Unterhaupt ist, wo praktisch der Düker dann wieder hochkommt. Ja? Ja, wo die Treppe hochgeht. Ja, ja. Das ist der Einstieg zum Düker, aber des mittleren Dükers. Der Nesebach-Düker, der befindet sich ja dort oben in Höhe des Planetariums. So, hier gibt es einen Spalter, können wir weitergehen. Sieht man jetzt dieses gigantische Projekt im Gesamtüberblick. Schande. Das ist praktisch hier, das ist das Baufeld 24 hier hinten bis zum Baufeld 1, was sich dann hier vorne befindet, hier so bei der LTBW. Das sind 440 Meter und 80 Meter breit. Das nimmt dann praktisch diese vier Bahnsteige und diese acht Gleise auf. Und danach beginnt, ist dann das Gleisvorfeld, also wo sich Weichen befinden und so weiter und so fort. Hier vorne befindet sich dann noch das Schwallbauwerk. Das ist Schwallbauwerk, sagt man zu Bauwerken, wo der Druckausgleich im Grunde genommen hergestellt wird. Und zwar, wenn so ein Zug durch diese Tunnelröhre durchkommt, ist das wie eine Art Luftpumpe. Und der schiebt eine Luftsäule vor sich her und da erfolgt dann dort der Ausgleich. Und das geht dann immer buff. Ja? Und da schiebt er natürlich in diese feinstaubbelastete Zone immer noch mehr von diesem Dreck dann rein. Also, dümmer geht's nicht, ja? Also ja, Schiller ist nicht weit entfernt von hier. Ja? Dort in diesem Bauwerk befindet sich dann auch gleichzeitig noch mit
die Entrauchungsanlage für diesen Bahnhof. Und jetzt hat man sich hier weltweit einzigartig auch wieder was Neues einfallen lassen. Man bläst hier Luft rein, wenn es brennt. Das macht man überall nur wenn, beim Schmiedefeuer, ja, damit es noch mehr brennt. Ja, na gut, schneller. Super. Ich auch nicht. Vielleicht weiß ich es ja. Super. Jetzt muss ich wieder leiser werden. Also, hier sehen wir das Bahnhofsgebäude. Hier vorne, das ist der Bereich, im Grunde genommen dieses Hotel dann mit draufkommen soll. Hier, das wird hier dann ein bisschen zurückgesetzt. Das ist die alte Baulinie, dass man die dann noch sieht. Und da oben kommt dann mehr oder weniger so ein Glaskasten drauf. Ähnlich vielleicht wie da drüben auf der anderen Seite. Ja. Aber dazu wird da Peter Küppers, oder kannst gleich was dazu sagen? Ja, kann ich natürlich. Ja. Ja. Ja, ich halte das. Hallo? Jetzt? Hoffentlich. Ah, hallo? Ja. Ja. Also. Man sieht hier unsere bekannten Kolonnaden, also die Säulenhalle. Und diese obere, der Riegel zwischen der großen Schalterhalle und der kleinen Schalterhalle hier, ist ja wie ein großer Träger über diesen Säulen. So ist die Architektur angelegt gewesen, mit ganz relativ kleinen Fensteröffnungen. Was die Bahn jetzt vorhat, ist eine Hotelaufstockung direkt über der Höhe der Decke, über der Säulenhalle, aber etwa 2,50 Meter zurückgesetzt. Aber und dahinter entsteht dann eine zweigeschossige Hotelaufstockung entstehen, relativ niedrige Geschosse, die insgesamt nur etwa 1,80 Meter über der Höhe der jetzigen Oberkante ausschaut und durch die Perspektive natürlich und durch den Abstand nach hinten vom Bahnhofsplatz aus kaum in Erscheinung treten wird. Nur um diesen inneren Lichthof praktisch attraktiv zu machen, will die Bahn diese Fenster nur noch als sozusagen Scheinfenster belassen. Das heißt, wenn man und die Wand würde dann so freistehen mit diesen Scheinöffnungen. Und wenn man dann da so entlang geht, dann ist das natürlich ein Charakter wie bei einer Edelruine. So ein bisschen wie Heidelberger Schloss oder so. Man guckt nach oben und sieht in den Himmel. Oder man sieht die Glasfassade von dem Hotel. Und das widerspricht natürlich total dem Charakter, der ursprünglich von der Architektur her für diesen Balken da gedacht war. Ja? Denn es ist ja dann kein massiver Bauteil mehr, sondern es ist nur Potemkinsches Dorf, Potemkinsches Dorf. Also, ja, so eine Mimikriege-Geschichte. Aber es entspricht natürlich. Wir haben ja. Es entspricht natürlich den übrigen Schandtaten hier am Bau. Ja, also Abbruch, Seitenflügel ist das Schlimmste. Aber auch das wird natürlich den Gesamteindruck des Bahnhofs sehr stark beeinflussen. Und das Tragische sozusagen aus meiner Sicht ist eben, dass alle drei Denkmalbehörden, also die Stadt Stuttgart als untere, das Regierungspräsidium als mittlere und das Wirtschaftsministerium als obere Denkmalschutzbehörde sind alle der Meinung, das ist unerheblich, das kann man der Bahn nicht verbieten.
das nimmt so eine geringfügige Veränderung, dass es also nichts ausmacht. Das ist unser Denkmalschutz. Ja? Also, das dreht sich. Und das bisherige Hotel bleibt das bestehen? Nein, das bisherige Hotel, statt dass man das wieder stattfindet, macht, das wird zu Büroräumen für die Bahn gewandelt. Und zwischen der Abstand zwischen der Fassade, der Wand der großen Kopfbahnsteighalle und dem Vorderraum, da kommen eben diese Hotelriegel, diese Glasaufstockung. Das wäre alles ganz okay, aber wie gesagt, der Eindruck dieser Fassade, der wird eben total anders werden. Ja, so viel. Und man hat ja dann auch keinen Zutritt mehr in die Halle, wenn das Hotel ist, oder? Nee. Man hat ja dann auch keinen Zutritt mehr in das Gebäude. So, jetzt nochmal zur Begründung dieser Baumaßnahme, wie das eigentlich dazu gekommen war. Anfang der 90er Jahre hatte sich ja damals vier Leute in einem Hubschrauber hier eingefunden zum Flug über die Stadt Stuttgart. Und da hat man dann festgestellt, dass diese... Ja, da war Herr Rommel, wir müssen mal bauen. Ja. Dass diese Fläche, man ja gewinnen konnte, um eine Stadtbebauung vornehmen zu können. Also deswegen spricht man ja auch von einem Immobilienprojekt. Ja. Mit dem Erlös aus diesen freiwerten Flächen und der Vermarktung dann wollte man den Bahnhof dann mehr oder weniger bezahlen. Und das hatte man der Bahn dementsprechend schmackhaft gemacht, dass sie sich auf diesen Deal eingelassen hatte. In dem Hubschrauberflug saßen, oder bei diesem Hubschrauberflug saßen damals der Ministerpräsident Erwin Töfel, dann der damalige Bahnchef Dürr, dann der Oberbürgermeister Rommel und der Minister Wissmann, die saßen dort drin. So, und dann brauchen wir von der Stadt dazu. Alles pfeifen. Ja. So, über dieses Stadium sind wir natürlich längst drüber hinaus. Es wurde gesagt, sozialer Wohnungsbau sollte ja hier verwirklicht werden. Bei diesen exorbitant hohen Kosten ist das ja kaum noch möglich. Das kann nur noch Luxuswillen für jemanden aus Dubai oder Mr. Doyle vorher sein. Ja? Wie das im Grunde dann bereits jetzt schon passiert ist. Gibt es jetzt hier noch weitere Fragen zu diesem Lageplan? Dann gehen wir weiter zur nächsten Station. Hallo, ich möchte noch ein paar Takte zu dem Nebenpraktiker sagen. Und der ist zur guten Hälfte gebaut. Wir sind eben über den bereits erstellten Umleitungskanal gegangen. Bis dahin ist der Nebenpraktiker neu. Oder der Kanal, aber der alte ist ja nach wie vor in Betrieb. Denn solange der nicht fix und fertig ist, kann man da kein Wasser reinlassen. Ne? Also der alte, der geht auch heute noch Holzdraht durch. Man sieht hier diese Schneise zwischen den Bäumen, also von hier aus genau vor dem Burgerät. Der kommt da gewissermaßen durch den oberen Schlossgarten vor dem Schloss und vor dem Theatersee und so. Hier rüber geht Bolzgrad hier unter dem Planetarium durch, läuft Bolzgrad durch bis zum Neckartor, ohne eine einzige Verkrümmung. Allerdings hat man, als die Stadtbahn da gebaut wurde, Anfang der 70er Jahre,
und im Tunnel in der Schillerstraße, ja, diese Tunnel gebaut wurden, da lag der Kanal erstmals im Wege. Und da hat man nicht getückert, sondern man hat eine U-förmige Umlenkung gemacht. Die geht ungefähr bis knapp vor dem Ferdinand-Leitner-Steg und hier wieder zurück und auf den Bestandskanal aufgeschlossen. Jetzt ist das alles wiederum im Weg und jetzt müssen die mehrmals umleiten, damit sie überhaupt stückweise weiterkommen. Das, was wir dort hinten als großes Bohrgerät genau vor uns sehen, das ist offensichtlich die Baugrubenwand, also die Bohrpfähle für die Baugrubenwand, die sie setzen müssen, um an der Stelle das sogenannte Oberhauptbauwerk zu bauen, also dort, wo dann das Wasser runterstürzt. Und wenn das steht, können Sie diesen Teil bauen und erst wenn das gebaut ist, können Sie auch den zweiten neuen Tunnel von der Stadtbahn hier zur Haltestelle Staatsgalerie bauen. Also das ist bautechnisch verzichtet. Gigantischer geht es gar nicht mehr. Und dann müsst ihr ja noch die Schillerstraße mit dem Zulaufkanal queren. Das geht auch nur stückweise, weil sie ja nicht die Straße am Stück aufreißen können. Dann kann kein Auto mehr fahren. Also da müsst ihr auch mehrmals die Fahrbahn verschenken. Und nach meiner Einschätzung wird das nicht vor Ende nächsten Jahres fertig sein. Dabei sollte nach der ursprünglichen Angabe der Nesenbach-Tücker schon 2013 im Juni betriebsfertig übergeben sein. Wir sind jetzt schon 5 Jahre drüber raus. Das zu den Zeitverzögerungen. Vielleicht noch eine andere Bemerkung. Ihr seht hier überall diese wunderbaren blauen Rohre. Was hat das mit denen auf sich? Die Rohre dienen einmal dem Abpumpen des Baugrubenwassers, wenn man unter den Grundwasserspiegel runterbaggert, dann muss das Wasser, was eben aus der Erde quillt, irgendwie weg. Das wird dann gesammelt und in das GWM, an dem wir nachher vorbeikommen werden, gereinigt und dann soll es wieder verpresst werden. Wieder reingeführt werden über sogenannte Sickerbrunnen. Warum? Wenn man nämlich so viel Wasser wegnimmt, senkt man ja den Grundwasserspiegel und das hat dramatische Folgen, nicht nur für die Bäume, weil man denen das Wasser wegnimmt, sondern auch für alle Gebäude hier. Warum? Wenn die Feuchtigkeit des Untergrundes verändert wird, ob zu viel oder zu wenig, dann ändert man auch die Standfestigkeit des Untergrundes. Und dann hätte man hier ein Riesenproblem mit all diesen Gebäuden. Deswegen wird in über 50, 55 Sickerbrunnen hier in der Gegend das Wasser wieder reingepresst. Also auch das ist wieder ein Teil Energie- und Ressourcenverschwendung. Und dazu behaupten, das sei das ökologischste Projekt des Jahrtausends, dieser Tiefbahnhof. Also sowas Bescheuertes kann nur Lieschen Müller glauben. Oder die Politiker, die das von sich geben. So, dann machen wir erstmal weiter. Wie gesagt, wären wir oben geblieben, hätte man das alles nicht brauchen. So, was wir jetzt hier drüben als Baustelle sehen, das ist dann praktisch, wird das die Zukunft der Haltestelle Staatsgalerie. Für die Stadtbahn, die praktisch hier vorne dann rumgeschränkt wird dann wieder. Jetzt im Moment fährt man ja bis zum Charlottenplatz durch und nachher soll das dann, wo das war, wieder dieser Abzweig hier zum Hauptbahnhof aufgemacht werden. Das geht vorne am Gymnasium, dort sieht man auch, wo unten dann die Bahn lang geführt werden wird. Ich schenne dir auch.
So, jetzt gibt's Freibier für alle. Ja. Nee, das war Spaß. Hier drüben, dort ist das Schaustück, dort hatte man ausprobiert die Kältstütze, den oberen Teil. Das ist aber nur ein Modell, die ist zu nichts zu gebrauchen. Ja, also, dort hat man auch das hervorragende Weiß, also weißer als Weiß, ausprobiert. Guckt euch das mal an, wie das strahlt. Ja, da kann man kaum hingucken. Ja, so blinkt das zurück. Ihr werdet nachher auch sehen an dem Beton auf der Baustelle selbst, dass sich die Farbe des normalen Betons von diesem Weiß, was hier vorne ist, kaum unterscheiden wird. Ja. Also somit ist die sogenannte Energieeinsparung, die durch dieses helle Weiß eigentlich erzielt werden sollte, dass man weniger Beleuchtungskörper dann im Bahnhof selber braucht, also schon ad absurdum geführt. Ja. Dieses besondere Weiß erzielt man hier auf dieser Baustelle durch einen Weißzement, was ein spezielles Verfahren ist, wie man Weißzement herstellt. Das ist von Paul Dückerhoff ist das mal erfunden worden, falls der Name Ihnen schon mal untergekommen ist. Kann man sich im Internet mal darüber sachkundig machen, wer das gerne möchte. Normalerweise nimmt man Weißzement dafür, wenn man verfließt im Bad, die Fugen, damit die weiß gemacht werden. Dafür nimmt man in der Regel Weißzement. Aber das spielt ja hier keine Rolle. Die Fugen hier auf dieser Baustelle sind halt etwas größer. Weil ich sagen wollte, die Fugen im Bad bleiben auch nicht weiß. Ja, das kommt auch dazu. Ja. Der Peter Düpers hat ja selbst auch schon Haltestellen dort mit konstruiert und hat auch die Erfahrung, die dort gesammelt wurden, mit hier benannt, dass sich zum Beispiel sehr viel Staub auch ablagern wird, was praktisch mit den Zügen durch Abrieb und so weiter und so fort mitgeschleppt wird. Und dieser Staub, der legt sich natürlich überall auch auf diesen, selbst wenn sie weiß wären, ab. Also dieser Effekt, das war von vornherein, war das mehr oder weniger eine Totgeburt. Ja. Ansonsten müsste man stets und ständig eine Malertruppe ja hier unterhalten, die immer wieder dort nachbessert. So, dieser Berg hier drüben, den man sieht, dieser Abraum, das ist praktisch der oben über diese, was ich vorhin gezeigt hatte, über die Förderbänder. Das ist im Grunde genommen, was aus dem Filtertunnel an Abraum rausgeholt wurde. Das wird hier abgelagert und dann von hier abtransportiert. Das ist ja auch der nächste Weg, oder? Ja. Was hast du gesagt? Mit LKWs. Lastwagen. Ein Teil wollte man eigentlich dann hier hinten auf dem Güterzug mit verfrachten und dass das von dort dann weitergeht, dass man nicht in den öffentlichen Raum reinfährt. Im Übrigen ist es diese Firma Fischer, die dort da gerade steht. Die ist zu laut. Wie? Nicht so nah hin, sonst geht es über Steuerung. Aha. Diese Firma Fischer, das ist zum Beispiel eine, die dort in diesem Recyclingpark, im Travertinpark, dort mit zu diesem Konsortium mit dazugehört. Und der gekommen. Der kommt aus Welzheim. Und hat eigentlich eine große Fläche, wo er sein Recycling macht, mit dort in der Nähe von Kirchheim, wo dort wahrscheinlich auch mit der anderen Teil der Baustelle dort mit beschäftigt ist.
Ich will dazu bestimmten familiären Zusammenhängen ja dann nicht weiter mehr dazu sagen. Sowas gibt es ja nur in Italien. Was? Wobei interessant wäre es, die familiären Zusammenhänge zu hören. Ja. Aber das überlassen wir der Nachwelt, würde ich mal denken. So, hier vorne ist jetzt noch das Grundwassermanagement, alles was jetzt hier blau, diese Gebäude sind. Ich weiß nicht, ob der Hans noch was dazu sagen will. Zum Diesel dort vielleicht. Dann gehen wir am besten davor vor. Ach, wir sitzen gerade hier mündlich. Ja. Du siehst doch dort sowieso nicht. Also wenn wir hier schon so gemütlich sitzen, im Grundwassermanagement sind große Filteranlagen, die, ich sagte das vorhin schon, das Grundwasser, was ja Schlamm, aber zum Teil auch Öl- und Fettbestandteile von den Baggern und LKWs, die da mit reingeraten, um dies zu entfernen. Das soll auf eine entsprechende Reinheit gereinigt werden. Versprochen war ja mal im Jahr 2010, von der Bahn, dass es besser als Trinkwasserqualität sei. Also ich würde das nicht trinken wollen. Das Schlimme ist nur, die Rohre, so schön blau sie außen sind, innen sind es ganz gewöhnliche rostende Stahlrohre. Und wir haben vor 3 Jahren mehrere Proben entnommen mit hohen Rostgehalten, die eigentlich in den Untergrund nicht eingeschwemmt werden dürften, aber das Umweltamt der Stadt Stuttgart sieht das als unbedenklich an. Sondergenehmigung. Das führt außerdem auch zur Verockerung der Versickerungsbrunnen und die sind schon dabei, einen nach dem anderen neu aufzubohren, weil dadurch die Schluckfähigkeit im Laufe der Zeit immer weiter sinkt. Das Verockerungsproblem ist bei eisenhaltigen Wässern ein großes Problem. Das hat man hier auch weggelassen. Ausgeschrieben war ursprünglich Rohrleitungen mit einer PE, mit einer Polyethylen-Innenbeschichtung. Weil das ein bisschen teurer ist, hat man das bei den schwarzen Stahlrohren belassen. Ach ja, noch dieses. Wir werden nachher vorbeilaufen. Da steht immer noch eine Diesellagerung, ein großer Lagerbehälter, einfach so, mit einem Halbquellenschutzgebiet. Das ist nicht zulässig. Dieser Dieselvorrat wird benötigt für ein Notstromaggregat, was hier in diesem kleineren blauen Container da drin ist, für den Fall, dass die mal einen Stromausfall haben, aber die Pumpenanlagen für das GWM ja weiter betrieben werden müssen. So, wir haben vor 2,5 Jahren eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart gestellt. Das Ding wird überhaupt nicht weiterverfolgt. Belastungsklage. Wenn wir hier so schön gemütlich sitzen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass man nur von der Stelle aus das so schön sieht, dass das Oberteil dieser Kellstütze, was ja noch nicht fertig ist, also da, wo die bunten Folien drüber hängen, ja, dann übergeht in die Hutze von diesem Glasauge. Also das sieht man nämlich nachher nicht mehr so gut, weil da dieses Bauwerk, mit dem dieses kleine Betonbauwerk davor ist. Also hier sieht man jetzt die Oberkante des später der Decke und das, was da so gelb, blau, grün drüber rausragt, das ist der Fuß von dieser Glaskonstruktion. Ja, da kommen dann 4 Meter insgesamt Glas drüber und dann dieses abschüssige nach links, also von rechts nach links kommt da dieses große Auge drüber. Und das ist das Einzige, was man bis jetzt von dieser Kellstütze sieht. Ja.
Also nichts fertig, bitte, ja? Also keine Kellstütze ist fertig, nur Füße, ja? Und das hier wartet jetzt seit ungefähr April auf die Fertigstellung. Wir haben eigentlich August angesagt gekriegt, der ist jetzt vorbei, jetzt ist Oktober in der Presse gewesen, ja? Also so sieht es im Moment aus. Wenn wir jetzt schon bei den Kellstützen sind, dann gleich noch mal was zur Erklärung dazu. Diese ganzen Kellstützen, die müssen auch noch nachbearbeitet werden. Und zwar zwischen den einzelnen Schalungselementen hat man bewusst große Fugen gelassen, dass der Beton auch sehr dicht ist, weil die in hohen Brandbelastungen, also im Brandfall, standhalten müssen, dass sich dann nicht der Stahl, sondern da unten drunter unter dem Beton zu sehr ausdehnen würde und dann den Beton dann richtig abplatzt. Dadurch werden draußen noch richtige Nasen sichtbar. Die müssen dann nachträglich alle abgeschlagen werden. Mensch, der Also wie gesagt, diese Feldstützen müssen dann alle noch in Handarbeit danach alle noch abgeschliffen werden, also dieser Grat abgeschlagen werden. Und nachgeschliffen. Und überall, wo Nester sind oder hohle Stellen oder irgendwie was, das wird dann auch noch dementsprechend dann auch noch ausgespachtelt. Also einzigartig kann man da nur dazu sagen. Ne? Plus, hier gibt es sonst nirgends auf der Welt, nur in Stuttgart. So, gehen wir weiter. So, wenn wir nachher durch den Bahnhof durchgehen, darf ich nicht hier mit dem Lautsprecher sprechen. Wir gehen jetzt hier oben auf den Gang hoch, da können wir noch mal Fragen beantworten, da können wir auch noch mal was erklären. Und dann ganz schnell dann durch den Bahnhof durch, Obacht geben auf Gleis 1 bis 6 zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, was nächsten Dienstag um 20 Uhr hier stattfinden soll. Ja, mal genauer hingucken. Und dann treffen wir uns dann, wenn wir durch sind am Bahnhof, dann nochmal zu einer kurzen Runde und dann ist Schluss. Okay? Damit Sie uns aus meiner Mitte raus, da wo der Reinkreuz für ungefähr. So, dieser Bombenplan, den wir jetzt hier sehen, das ist jetzt praktisch eine fertiggestellte Kernstütze aus Beton. Und darauf kommt dann praktisch, wie gesagt, dann noch diese Lichtscheibe, wie das vorhin schon angesprochen wurde. Die Schalung hier unten, die man ringsherum um die Stütze sieht, das ist eine sehr aufwendige Schalung, die praktisch nur für diesen Zweck genutzt werden kann jetzt hier. Also das ist auch was ganz Besonderes, was natürlich auch wieder besonders viel Geld kostet. So, hier auf der rechten Seite sieht man mal so eine Bergfuge. Dort unten, wo der Beton ist, sieht man
wo die Bohrfälle nach unten eingebracht wurden, um zur Stabilisierung praktisch des Untergrundes. Für die Bahnsteige. Dann sieht man dort so eine graue Fläche zwischen diesen zwei höheren Betonflächen. Das ist im Grunde genommen dort, wo die Grenze liegt. Das ist jetzt irgendwie wild worden, aus dem Grund einmal der Baustellenverkehr besser machen zu können und zum anderen, dass der Bahnhof, also das, was betoniert wurde, dort unten nicht aufschwimmen kann durch das Grundwasser. So, ansonsten, wenn wir hier schon sind, können wir den Oberbauleiter und den Herrn Brane grüßen, falls er uns hört, die sitzen da drüben, das ist die Oberbauleitung. Also ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass es hier auch nur Notfahrtöffnungen gibt. Und zwar diese Schätze, die sich da drüben in der Wand, in der Außenwand des Bahnhofes befinden. Ah, das sind Notflutöffnungen. Okay. Im Moment dieser Laufsteg, der jetzt praktisch die Verbindung vom alten Gebäude hier zum Bahnhof herstellt, diese Höhe, wo man drauf läuft, das wird zukünftig dann die Decke sein des Hauptbahnhofs. Ja. Also unten, von unten. Und dazwischen befindet sich dann auf der jetzigen Geländehöhe, dort befinden sich dann die Stege, wo praktisch man dann raufgeht und dann von dort runter zu dem Bahnsteig. Richtig erklärt, ja, keine Frage. Okay. So, hier vorne kann man das auch nochmal sehen, also die Höhe der Bahnsteige. Und dann dazwischen dort, wo die Gleise da sind. Ja? Also wir haben vier Bahnsteige und dann acht Gleise. Ganz vorne ein Gleis, dann kommen zwei nebeneinander. Ja? Das würde dann, sagen wir mal, dann der Bahnsteig zu uns davon werden. So, das scheint ja jetzt wieder gut zu gehen. So, jetzt gehen wir hier durch. Ihr könnt jetzt nochmal in die Laufstege nochmal reingehen, dort sind Fenster, da könnt ihr nochmal die Bauproben reingucken. Vielleicht ergeben sich da für euch dann noch ein paar Fragen, die ihr dann hinten am Ende dann noch stellen könnt. Okay? Ja, okay. Das ist jetzt aber nur eine. Station. Hier ist nochmal das Bild, wie das von draußen aussehen soll. Im oberen Bild sieht man dann, wie gesagt, diese Lichtaugen, wie die dann aussehen sollen. Mit Flachwurzeln, ja, die Bäume, die gibt es noch gar nicht. Und unten das schöne Weiß dieses Bahnhofes. Ne? So. Das strahlende Weiß. So, und die Verteilerstärke, das sieht man über den Zug, der dort einfährt. Ja, hier unten auf dem unteren Dorf, da sieht man knapp drüber, dass da so ein Steg drüber geht. Ja? Ja?
Treppen. Was ist praktisch der Verteilersteg, wo es dann runter geht auf die Bahnsteige? Und wo sind die Treppen für die Bahnsteige? Die hinter den Säulen dort verstecken. Die Säulen, die stehen praktisch immer mit den Bahnsteigen drauf. So, ich wurde vorhin gefragt, was der kreisrunde Ausschnitt an einem Bahnsteig damit bedeuten sollte, wo die Schuhe so eine Stütze hinkommt. Dort ist vorgesehen, den Aufzug und die Aufzüge zu positionieren. Auf jedem Bahnsteig können drei Aufzüge hin. So 100 Glasaufzüge, die im Brandfall natürlich auch nicht benutzt werden können. Ja, ich werde da nicht. Aber das Brandschutzkonzept, da müsste man nochmal eine Extraführung dazu machen. Aber das kann ich jetzt hier heute nicht erläutern. Ich kann nur zu viel dazu sagen, es krankt an einem Entlang. Das war noch jetzt wieder so. Wie gesagt, hier drin soll ab Juni, so wie ich heute berichtigt wurde, dann der Kartenverkauf dann drin stattfinden und der Zugang hier zu den Bahnsteigen gewährleistet werden, weil die Verbindung hier rüber zum Bahnhof gekappt wird, weil die dann darunter fahren wollen. So, somit wären wir fast beim Umstieg. Wie gesagt, von 1 bis 6 soll jetzt nächsten Dienstag hier was stattfinden. Ihr seht selber, wie gut man hier auf die Bahnsteige rauf kann. Es gibt hier ja noch eine Besonderheit hier an dem Bahnhof. Zwischen den Bahnsteigen ist ja immer noch ein anderer Bahnsteig dazwischen vorhanden, der früher ja immer für die Post benutzt wurde. Wenn man sich mal Gedanken darüber gemacht hätte, diesen Bahnhof hier oben, diesen Kopfbahnhof tatsächlich zu ertüchtigen, hätte man die Bahnhofsbreite im Grunde dann nutzen können. Man hätte auch diese Zwischenbahnsteige nutzen können zum beidseitigen Ausstieg, Auszügen und. Ja, also da gäbe es so viele Varianten, die man dort hätte mit berücksichtigen können. Und wie gesagt, es wäre ein einmal freier Zugang gewesen. Das Brandschutzkonzept wäre hier viel einfacher zu handeln und. Ja. Somit sind wir im Grunde genommen dann beim Umstiegskonzept, wozu der Peter Dieters jetzt nochmal das sagen wird. Hallo? Kommt so einigermaßen raus. Also, ich weiß nicht, das Umstiegskonzept ist ja weitgehend bekannt. Also es gibt die Broschüre, die wir eine kleine Arbeitsgruppe des Aktionsbündnisses schon im Sommer 2016 herausgegeben haben. Die gibt es an der Bahnwache, können Sie sich dort erspenden. Und da ist das Ganze ganz genau geschildert. Das Problem dieses Umstiegskonzepts ist natürlich, dass es zwar in unseren Kreisen, also durch in den Gegner, Stuttgart 21 Gegnerkreisen, sehr großen Anklang gefunden hat, dagegen von der Politik und von der Bahn total ignoriert wurde. Es wird überhaupt kein Kommentar dazu abgegeben. Die SPD ist die einzige Partei, die jetzt mal so ganz vorsichtig, weil sie von einigen Ortsverbänden dazu gedrängt wird, da mal was drüber ihre Meinung dazu sagen will. Ja, und das Umstiegskonzept besteht ja darin, dass wir nicht sagen, das ist alles umsonst, was bis jetzt gebaut wurde, wobei das auch nicht so wahnsinnig viel bis jetzt ist. Es sind bis jetzt ausgegeben 3,3 Milliarden. Ausgegeben knapp 3 Milliarden. Knapp 3 Milliarden sind bisher nur ausgegeben und die Verpflichtungen der Bahn mit schon vergebenen Aufträgen ist auch längst nicht so, wie es immer dargestellt wird. Denn ein vergebener Auftrag ist nur so viel, kostet nur so viel, wie der bereits erbracht ist. Und für das Nicht-Erbrachte gibt es dann noch einen Zuschlag,
für die Unternehmer. Das nennt sich entgangener Gewinn. Das sind ganze 5% der Auftragssumme. Also das ist vergleichsweise vernachlässigbar. Nur, wenn wir jetzt mit dem Umstiegskonzept, bei dem wir eben versuchen, den Bahnhof, den Kopfbahnhof so wieder herzurichten und leistungsfähiger noch zu machen, als er bisher schon war, wird natürlich immer schwieriger, je weiter gebaut wird. Und es werden immer mehr Dinge, vollendete Tatsachen werden eben da geschaffen, und das ist ja eben auch die Taktik der Bahn, auch wenn die Finanzierung absolut unklar ist. Ja. Es ist ja so, dass die Bahn versucht, über Gerichtsverfahren von den Beteiligten, sprich Land, Stadt, Flughafen, Region, das Geld, das nicht vorhandene Geld zu bekommen, dass das auch eine ganz unsichere Sache ist, dass das mal funktioniert. Und die sagen ja auch selber, sie wollen eigentlich das nicht über Gerichtsentscheide klären, sondern man sollte sich da gütlich einigen. Aber diese gütliche Einigung, die wird auf die lange Bank geschoben, um möglichst viele Fakten noch weiterhin schaffen zu können. Das ist die Situation. Aber trotzdem, das Umstiegskonzept wäre zu jeder Bauphase noch sinnvoll, weil es eben auch eine enorme Kosteneinsparung bedeuten würde. Die Stadt Stuttgart ist natürlich unglaublich erpicht auf diese frei werdenden Gelände, und das würde natürlich bei dem Umstiegskonzept nur zu einem geringeren Teil frei werden. Wir würden auch erhebliche Flächen gewinnen, zum Beispiel den inneren Nordbahnhof. Dort könnte ab sofort eine Planung für ein Wohnbaugebiet beginnen und entsprechende Bauleitplanung, und da könnten auch tatsächlich dann diese Sozialwohnungen, die gefordert werden, jetzt allenthalben auch realisiert werden, und zwar wie gesagt ab sofort in die Planung eingestiegen werden. Und bei Stuttgart 21 ist das ja noch die Fläche Logistikfläche, ja, wo das Abraummaterial dann sortiert wird und so. Also jedenfalls die Fläche ist belegt bis Stuttgart 21 mehr oder weniger, der Rohbau wenigstens fertig ist. Und das ist der ganz große Nachteil. Und das hätten wir beim Umstiegskonzept, egal wie weit die schon gebaut haben, immer noch. Ja. Insofern, es ist nicht so, dass man den Umstieg jetzt dann in den Papierkorb stecken müsste. Wenn der politische Wille vorhanden wäre, dann würde das absolut noch Sinn machen. Ja, wenn da noch Fragen wären dazu, dann könnte ich. Und hier sieht man natürlich, das hat ja schon gesagt, diese strahlend weiße Geschichte hier von dem Tiefbahnhof. Wenn man sich vorstellt, diese Kelchstützen haben ja so viel nach oben flache Flächen, ja, wo sich der Staub aufsetzen kann. Ja. Es ist ja nur die Flächen, die nach unten geneigt sind, dort ist die Gefahr gering, aber die Flächen, die nach oben geneigt sind, da wird ganz extrem, dass sich der Staub ablagert. Und zwar in einem Maße, wie gesagt, wurde schon genannt. Ich habe die S-Bahn-Haltestelle in Bernhausen entworfen und die Ausführung mit der Bahn zusammen gemacht. Und da ist es so extrem, da gibt es nur zum Beispiel auskragende Bleche, um den Berührschutz für den Fahrdraht sicherzustellen. Und auf diesen Blechen ist eine wahnsinnige Staubschicht ständig. Wenn die nicht ständig also gereinigt werden, und da kann man sehen, das ist eine zweigleisige S-Bahn-Station, was allein in so einer S-Bahn-Station anfällt, verglichen wäre das ja hier also ein Vielfaches. Und deswegen funktioniert das, wie gesagt, nur
durch ständiges Reinigen und wahrscheinlich auch Streichen, denn nur mit Reinigen den Beton, den angeblich weißen Beton zu reinigen, funktioniert der dann auch nicht, denn der saugt sich dann auch voll und mit dem Schmutzwasser des Putzens und also, Kärcher. Ja, Kärcher macht es möglich, aber trotzdem. Und vor allen Dingen, wie der Betrieb dann behindert wird, der Fahrbetrieb auf den entsprechenden Bahnsteigen, das kann man sich auch vorstellen. Das heißt, er muss eigentlich der Bahnsteig gesperrt werden. Dann muss vor allen Dingen auch der Strom abgeschaltet werden, weil die dürfen ja nicht in der Nähe des hochvoltigen Fahrdrahts arbeiten. Das heißt, es kann nur nachts gemacht werden, wenn diese entsprechenden Gleise dann total blockiert sind. Ja. Also das, wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit hier an diesem Bahnhofsprojekt. Im Übrigen, was man hier natürlich auch sieht, das ist nochmal diese unglaubliche Verwundung unseres alten, schönen Kopfbahnhofs durch den Abriss der Seitenflügel. Das konnten Sie vorhin schon da am Turm sehen, das sehen Sie hier am Nordausgang. Also das ist eben das, was einfach eine Schande ist, die Stadt. Sandfleck. So, nur noch mal zur Information, wir stehen hier genau auf der Decke, also die befindet sich noch 3 Meter weiter tiefer, wo die S-Bahn lang fährt. Ja? Das ist ja der Zwangspunkt, wo der Bahnhof, der Tiefbahnhof drüber weggeleitet werden muss. Nur damit man sieht, was hier abgeht. So, ansonsten haben wir, es ist 19 Uhr, wir haben 2 Stunden hier durchgelaufen. Wer noch Interesse hat, eventuell, dass wir dann nochmal hingehen, dort an die Nordseite, da gibt es dann auch nochmal etliches zu erklären. Aber mein Vorschlag ist, dass wir jetzt erstmal Schluss machen und das nächste Mal, falls da nochmal ein besonderer Bedarf besteht, dann ja. Verschieben. Okay? Ich bedanke mich. Aber nie wieder nehme ich das mit. Nee, das hat keinen Zweck. Nein, das ist wirklich ein Quest.